1984 war ein gutes Jahr für uns, die Funkberater und für Österreichs neunfachen Rallye-Staatsmeister Franz Wittmann. Jedes Rennen, welches Wittmann in Österreich auch beendete, brachte dem Funkberater-Piloten einen überlegenen Sieg. Das Jahr begann mit einem Europameisterschaftslauf, der Castrol Jena Rallye in Freistadt. Die Besetzung war Weltklasse. Härtester Gegner war der schwedische Profi und Ex-Weltmeister Björn Waldegard. Doch Wittmanns Attacken zwangen auch ihn zu entscheidenden Fehlern. Ein weiterer Schwede hatte mit seinem Quattro ebenso keine Chance. Per Eklund. Formel-1-Pilot Marc Surer kam, um Wittmann zu besiegen. Aber weit abgeschlagen beendete er dieses Rennen mit über einer halben Stunde Rückstand. Viele haben es schon versucht, gegen den Funkberater-Piloten zu gewinnen. Stig Blomqvist. Auch Jochi Klein. Holger Bohne. Aber seit nunmehr 9 Jahren ohne Erfolg. Und Safari-Sieger Shekhar Mehta weiß schon vor dem Start, hier in Österreich auf Eis und Schnee hat er nicht den Funken einer Chance. Führung in der Staatsmeisterschaft. Das nächste Rennen bringt den nächsten Sieg.
30, 34. Setzt er plötzlich aus, wenn er auf Los geht. Irgendwann, ich glaube, die Benzinzufuhr stoppt er. Was? Co-Pilot Dr. Kurt Nestinger, der Chirurg aus Graz, begleitet ihn auf allen heimischen Rallye-Strecken. Ja? Ich fahre mit dir weiter. Das ist der beste Rauf. Das darf man nicht wechseln. Aber Reserve braucht man zur Sicherheit. Meiner Ansicht nach ist er von der Technik her ein riesiges Talent, was Fahrtechnik anbelangt. Wenn er die Möglichkeit hätte, eben ein Training zu machen wie die anderen, dann würde ihn so unter die ersten 5 bis 6 einreihen. In der Weltklasse? In der Weltklasse, ja. Dritter Lauf, dritter Sieg. Alle gegen Wittmann. Und der Tiroler Wilfried Wiedner ist ein ernstzunehmender Gegner. Aber zumeist bleiben die Jäger auf der Strecke. Ob Eis oder Schnee, Asphalt oder Schotter, Wittmann ist nicht zu bremsen. Und so fährt er auch nach Afrika. Trainiert dort mit Stig Blomqvist, der später Weltmeister wird, und startet bei der Safari Rallye 1984. In Kenia trifft er wieder auf die Weltklasse, auf die Profis in ihren Werkswagen. Björn Waldegard, der fünffache Safari-Sieger Shekhar Mehta. Hier Per Eklund. Er will Revanche für die Niederlage im Jänner. Arno Mikula, der Weltmeister von 1983. Michelle Mouton, die schnellste Frau der Welt. Ja.
Marco Allen, der beständigste Finne. Und auch Rudolf Stohl, der zweite Österreicher bei der Safari und schon einmal hier in Afrika im Ziel. Doch die Neugier gilt Franz Wittmann. Defekten liegt Wittmann fast hoffnungslos abgeschlagen, weit zurück. Doch dann beginnt der Funkberaterpilot eine schier unnachahmliche Aufholjagd. Timo Salonen, Michel Motto und Per Eklund, sie alle müssen schon bald aufgeben. Give no compensation. Love don't pay no bills. Love don't give no indication. Love just won't stop.